Zuletzt hatten wir uns als Einstieg in den Bereich der probabilistischen Retrieval-Modelle mit dem Binary Independence-Modell beschäftigt und hatten da gesehen, dass die Grundidee von probabilistischen Modellen ist, im Prinzip nach dem Probability Ranking Principle vorzugehen, das im Prinzip besagt, dass das Beste, was man als Suchmaschine, als Retrieval-System machen kann, nach Wahrscheinlichkeit zu ranken ist. Und zwar nach der Wahrscheinlichkeit, dass ein Dokument relevant für eine Anfrage ist, gegeben irgendwelche Daten. Also man hat das Dokument, man hat die Anfrage und idealerweise noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, beispielsweise ein Nutzerprofil oder vielleicht Clicklogs von vielen Nutzern, solche Geschichten. Beim Umformen von dem Binary Independence Modell, beziehungsweise bei der Herleitung der Formel, die dann die eigentliche Ranking-Formel für das Binary Independence Modell war, waren wir also von der Frage ausgegangen, wie man diese Wahrscheinlichkeit denn berechnen kann. Und am Ende waren wir dann dazu gekommen, nach vielen vereinfachten Annahmen, dass im Prinzip eine Art zu ranken ist, mehr oder weniger nach IDF zu ranken. Und dann hatten wir auch schon gesehen, dass das natürlich nicht so die beste Idee wahrscheinlich ist, weil Termhäufigkeit auch schon irgendwie ein wichtiger Punkt sein wird. Und wir hatten dann noch gesehen, dass man aber beim Binary Independence Model sehr gut gegebenenfalls Relevance Feedback, also Bewertungen über die Relevanz von Dokumenten, die beispielsweise explizit oder implizit vom Nutzer gegeben werden, die kann man da sehr gut einbauen. Und dann ist es doch nicht mehr einfach nur Ranking nach IDF, also inverser Dokumenthäufigkeit. Grundsätzlich ist aber Binary Independence Model ein nicht so gutes Retrieval-Modell im Sinne von TF-IDF ist schon effektiver, findet bessere Ergebnisse, weil es eben eine Kombination ist aus Termhäufigkeit und IDF, wohingegen die ganz vereinfachte Variante vom Binary Independence Model, das im Prinzip die grundsätzliche Gewichtsfunktion war, ja nur nach IDF rankt. Und jetzt gab es dann Bestrebungen, im Anschluss eben Binary Independence Model besser zu machen, weiter im Prinzip in dem probabilistischen Bereich aber zu bleiben. Und eine sehr erfolgreiche Verbesserung vom Binary Independence Model ist BM25. Das werden wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen und werden es auch im Prinzip damit vergleichen, was denn eigentlich TF-IDF macht und werden so ein bisschen Dinge wiedererkennen in der eigentlichen Gewichtsfunktion von BM25. Als erstes müssen wir uns aber eben, da das hier ein Retrieval-Modell ist, wieder anschauen, was ist denn eigentlich so dieses Triple. Bei TF-IDF muss man ja auch sagen, man würde wahrscheinlich als Retrieval-Modell dann das Vector-Space-Modell mit TF-IDF-Gewichten benutzen. Hier ist es so, man hat BM25 auch einfach als ein Retrieval-Modell angesehen. Man kann aber auch im Prinzip, und das werden wir dann vielleicht am Ende nochmal ganz kurz anreißen, man kann aber auch im Prinzip im Vector-Space-Modell BM25-Gewichte einfach nur einsetzen, einfach nur die Gewichtsfunktionalität dann benutzen. Aber BM25 als Retrieval-Modell geht im Prinzip das Triple wie folgt dann. Die Dokumentrepräsentation ist erstmal so, dass als Indexterme alle Wortstämme des Vokabulars vorkommen. Üblicherweise würde man Stoppworte entfernen. Da ist natürlich wieder ein bisschen Variabilität, wie so oft dann gegeben. Also welchen Stemmer benutzt man, welche Stoppwortliste benutzt man und das führt dann auch gegebenenfalls zu unterschiedlichen Retrieval-Ergebnissen. Da gibt es schon die ein oder andere Studie dazu, die sich damit befasst, was für einen Einfluss denn der Stemmer oder eben die Stoppwortliste dann hat. Aber ganz allgemein würde man davon ausgehen, dass in einem klassischen BM25 gestemmt wird und gestoppt wird, also Stoppworte entfernt werden. Wir hatten schon häufig besprochen, naja, heutzutage macht man es vielleicht eher dann zum Anfragezeitpunkt erst und würde das alles erstmal mit in den Index packen. Die Dokumentrepräsentation im klassischen BM25 ist dann aber einfach ein t-dimensionaler Vektor, also t als die Menge der Indexterme, der Indexterminologie, also alle die Wortstämme und ohne Stoppworte. Und die ite Komponente in dem Vektor ist jetzt nicht 0 oder 1, wie beim Binary Independence Model, sondern sie ist ein Gewicht, was für den Term ausgerechnet werden kann anhand einer Gewichtsfunktion. Und dieses Gewicht soll die Wichtigkeit des Terms zurückgeben. Und jetzt sieht man schon, es ist ein Vektor, das erinnert dann so ein bisschen an eigentlich schon das Vector-Space-Modell. Man kann auch im Vector-Space-Modell also einfach die BM25-Gewichte einsetzen. Im Vector-Space-Modell ist ja dann aber die Relevanzberechnung eine Kosinusähnlichkeit gewesen.
klassischerweise. Und im BM25-Retrieval-Modell ist aber die Relevanzfunktion eine, die einfach nur die Gewichte der Wörter aufsummiert, die in der Anfrage auch vorkommen. Das gucken wir uns jetzt im Detail ein bisschen genauer an, aber im Hinterkopf kann man schon behalten, da es die Repräsentation hergibt, eigentlich eine Vektorrepräsentation ist, könnte man auch schon drüber nachdenken, ob man nicht wieder in das klassische Vektorraummodell geht und sagt, da nehmen wir einfach jetzt statt TF-IDF BM25-Gewichte. Die Anfragen werden genauso repräsentiert im BM25-Retrieval-Modell wie die Dokumente, also gestoppt, gestemmt und dann eben entsprechend per Gewicht in einem Vektor repräsentiert. Wie genau dann die Relevanzfunktion aussieht, werden wir uns jetzt in den nächsten Schritten so ein bisschen erarbeiten. Als erstes werden wir nochmal die Beobachtung sozusagen wiederholen, die ich als Eingangsbeobachtung schon mal angegeben hatte. Im Prinzip hat man empirisch zeigen können, dass das Binary Independence Modell in seiner bis zum Ende hergeleiteten Variante ja nur noch nach IDF sozusagen rankt oder proportional sozusagen nach IDF gerankt hat. Und empirisch konnte man nachweisen, dass schon die Termhäufigkeit in den Dokumenten auch eine wichtige Einflussgröße ist, die im Prinzip die Relevanz von Dokumenten besser abschätzen hilft. Und deswegen wird jetzt bei BM25 versucht, das Binary Independence Modell mit einer Komponente für Termhäufigkeit zu verknüpfen. Dafür werden ein paar Annahmen wieder getroffen. Die Grundannahme ist das sogenannte Zwei-Poisson-Modell, dass man eben sagt, okay, es wird zwei Poisson-Verteilungen geben, die beispielsweise sich so vorgestellt werden können, wenn jemand einen Text schreiben wird, also ein Dokument verfasst wird, und das soll jetzt ein Dokument sein, was dann später sozusagen in den Index kommt und das wir jetzt mit BM25 bewerten wollen. Der Autor des Textes, der hat sich irgendwie überlegt, zu was für einem Thema er den Text schreiben wird. Und die Verteilung, die Wahrscheinlichkeiten, sich für ein Thema zu entscheiden, die sind Poisson verteilt. Grundannahme 1. Und die zweite Annahme ist dann, wenn man sich für das Thema entschieden hat und sozusagen Worte generiert für den Text. Okay, der Autor, der schreibt die einfach, aber die grundsätzliche Beobachtung ist, dass auch die Wortverteilungswahrscheinlichkeiten dann Poisson verteilt oder nahe an der Poisson-Verteilung liegen. Das ist also dieses Zwei-Poisson-Modell und das wird versucht, jetzt in das Binary Independence Modell mit hineinzubekommen. Binary Independence, ja erstmal klassisch einfach nur nach IDF zu ranken, also oder nach etwas, was proportional zu IDF ist. Was jetzt also passiert, ist, dass man den Ergebnisraum des probabilistischen Modells, des Retrieval-Modells verändert. Und hier ist es jetzt eine, der sozusagen Relevanz immer noch als binär ansieht, aber die Repräsentation des Dokuments ist eben ein t-dimensionaler Vektor über die natürlichen Zahlen, also Term, Häufigkeit, erstmal ganz klassisch, vermutlich auch erstmal unnormalisiert. Jetzt bei dem Umformen, beziehungsweise als Ausgangspunkt für die Überlegungen, die dann zu BM25 geführt haben, war der Startpunkt erstmal das Robertson-Sberg-Jones-Gewicht oder diese Gewichtsfunktion, die also dieses Log von pt mal 1 minus st durch st mal 1 minus pt dargestellt hatte. Und die Grundidee ist, dass wir jetzt sagen wollten, oder die Leute, die sich BM25 überlegt haben, sagen wollten, ja, eigentlich ist das hier der Ausgangspunkt und nicht noch die Vereinfachung, wo man sagt, pt und 1 minus pt sind jeweils 0,5, kürzen sich deswegen weg und dann bin ich bei der eigentlichen Gewichtsfunktion, die wir dann die Gewichtsfunktion für das Binary Independence Model genannt haben, sondern jetzt ist die Grundidee, diese pt-Terme abzuschätzen. Nicht als einfach 0,5 zu setzen, sondern zu sagen, diese pt-Terme, die also sagen, ein Dokument enthält einen Term in einer gewissen Häufigkeit, wenn das Dokument relevant ist. Das ist eine Mischung aus eben zwei Poisson-Verteilungen. Die eine Poisson-Verteilung, die eben sagt, wie wird ein Thema für ein Dokument ausgewählt, und die andere Poisson-Verteilung, die damit reingemischt wird, ist dann die, was denn jetzt die wichtigsten Wörter für dieses Thema sind. Also in der Original Herleitung von BM25 oder der Original Intuition von BM25 werden die Elite-Terme genannt, also die wichtigen Terme, die das
das Thema eben beschreiben, die sehr topic- oder themenspezifisch dann sozusagen wären und eben andeuten, dass ein Dokument, was diese Terme häufig genug enthält, eben zu diesem konkreten Thema sehr gut passt und deswegen auch relevant für entsprechende Anfragen wäre. Ein grundsätzliches Problem ist, dass man Poisson-Verteilungen ziemlich schwierig dann darauf fitten konnte. Also es gab zu viele Parameter und deswegen hat dann die Überlegung der nächste Schritt dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen diese Poisson-Verteilung, wir nehmen zwar die, wir treffen die Annahme, dass also dieses Zwei-Poisson-Model schon gilt, also Themen für Dokumente zufällig Poisson verteilt gezogen werden und dann für die entsprechenden Themen eben die konkreten Terme, die in so einem Dokument dann geschrieben werden, auch Poisson verteilt gezogen werden. Wir versuchen diese Poisson-Verteilung jetzt nicht richtig zu fixen als Poisson-Verteilung, sondern wir versuchen sie einfach empirisch zu approximieren, indem wir versuchen, eine andere Funktion, die so ähnlich aussieht wie dann die Dichtefunktion einer Poisson-Verteilung, zu finden. Und das Ergebnis ist dann im Prinzip das Gewichtsschema, was dann als Okapi BM25 oder heutzutage auch einfach nur als BM25 bezeichnet wurde. Okapi, eben ein Tier, viele Retrieval-Systeme aus dem Bereich der Wissenschaft haben Tiernamen, unseres schwarze Katze, hier eben Okapi. Und Okapi war dann sozusagen der Teamname, den sich ein Team von der City University in London gegeben hatte, als sie bei verschiedenen Shared Tasks zum Verbessern von Retrieval-Systemen teilgenommen haben und deswegen war dann auch das Retrieval-Modell am Anfang eigentlich okay, Okapi BM25. Heutzutage hat sich es einfach als BM25 abgekürzt eingebürgert und die meisten wissen dann eben, dass dieses eine konkrete gemeint ist. Ja, hier noch die Hinweise, die ich im Prinzip schon an der einen oder anderen Stelle eingeflochten habe. Also BM25 ist deswegen heißt es 25, weil es eben einer Folge von Versuchen entsprungen ist. Es gibt noch die Varianten BM0, 1, 11, 15 beispielsweise. Und BM25 hat sich dann empirisch als die beste von denen herausgestellt, die beispielsweise eben dann versucht haben, auch diese Poisson-Verteilung zu approximieren durch einfache Formeln. Ja, und ansonsten hier unten nochmal so ein kleines bisschen Hintergrund zu diesem Zwei-Poisson-Modell. Wen das mehr interessiert, der kann einfach hier auf diesen Link klicken und sich dann das entsprechende Paper von Robertson tatsächlich mal zu Gemüte führen, wo das alles ein bisschen genauer noch erklärt wird. Wie sieht jetzt BM25 als Gewichtsfunktion erstmal aus? Das ist jetzt so der Punkt, da werden wir keine große Herleitung sozusagen verfolgen, sondern einfach erstmal die Formeln als gegeben hinnehmen und uns dann versuchen zu erklären, was sie denn bedeuten sollen. Also BM25 als eine der Varianten, die eben im Okapi-Team probiert wurden, sieht so aus, dass es im Prinzip eine dreigeteilte Gewichtsfunktion ist. Also erstmal nur die Gewichte für einen Term in einem Dokument gegeben, eine Dokumentkollektion. Also dafür möchte ich ein Gewicht haben. Die Gewichtsfunktion werden wir einfach Omega BM25 nennen, also für einen Term ein konkret gegebenes Dokument und eine Hintergrundkollektion. Und das BM25-Gewicht wird sich zusammensetzen aus drei Bestandteilen, die einfach als Faktoren aufmultipliziert werden. Einem Bestandteil, der sozusagen die Termhäufigkeit für das Dokument berechnen wird oder einen Gewichtsanteil für die Termhäufigkeit im Dokument angeben wird, ein Bestandteil, der die Termhäufigkeit in der Anfrage berücksichtigen wird und das klassische Binary Independence Modell Gewicht, wo dann eben die finale Annahme getroffen wurde, dass die PTs und 1-PTs 0,5 sind und entsprechend die Maximum Likelihood-Approximation für ST gewählt wurde, also tatsächlich das, was wir im letzten Abschnitt zum Binary Independence Modell als Gewichtsfunktion für das Binary Independence Modell final festgelegt hatten, ohne Relevanz-Feedback. Also einfach diese D, also Größe der Dokumentkollektion minus DF, also Document Frequency des Terms in der Dokumentkollektion geteilt durch die Document Frequency, das Ganze logarithmiert und wir hatten schon gesehen, dass das im Prinzip eine sehr ähnliche Funktion zur inversen Dokumenthäufigkeit ist. Also der einzige Unterschied ist eben dieses minus DF hier. Ansonsten sieht das aus wie IDF und verhält sich im Prinzip auch so wie IDF, weil meistens verglichen zur Dokumentkollektion ja dieser DF-Anteil hier für die meisten Terme eben sehr klein sein wird und für Stopworte ist er dann eben entsprechend groß. Aber auch da verhält sich das noch so ähnlich eben wie IDF. Also könnte man schon mal drauf schauen
auf die Bestandteile, ohne dass wir die konkreten Formeln uns hier schon angeschaut haben, einfach auf dieses Produkt von den drei Faktoren, können wir durch drauf schon sagen, okay, also das hier ist im Prinzip IDF. Und das hier ist irgendwas, was TF berücksichtigen soll. Also ist BM25 eine Variante auch nicht nur vom Binary Independence Modell, sondern im Prinzip auch eine Variante von der TF-IDF-Gewichtsfunktion. Und was sich dann empirisch herausgestellt hat, ist, dass es eigentlich eine Verbesserung ist. Selbst wenn man diesen anfragespezifischen Teil hier wegließe, wenn ich den hier sozusagen einsetze, dann steht ja hier quasi sowas wie, ohne dass wir es uns schon ganz genau angeschaut haben, aber TF-Komponente mal IDF-Komponente, also sowas wie TF-IDF in einer verbesserten Form. Und die Verbesserungen, die sind auch empirisch gut begründbar und die zeigen sich auch in vielen Retrieval-Experimenten, dass tatsächlich die Retrieval-Effektivität mit BM25-Gewichten besser ist, als wenn man es mit TF-IDF-Gewichten versucht im Vektorraummodell. Und BM25 würde dann klassischerweise, schon mal so kleiner Spoiler-Alarm, einfach sagen, für eine gegebene Anfrage bestimme ich einfach die Summe der BM25-Gewichte der enthaltenen Terme für, also die Gewichte für die konkreten Dokumente, die ich ranken will, und einfach die Summe dieser Gewichte der einzelnen Terme, das ist dann der Score eines Dokuments und danach wird dann gerankt. Gut, schauen wir es uns im Detail ein bisschen an. Also hier diesen Term, den können wir ausblenden. Den haben wir beim Binary Independence Modell ziemlich genau uns angeschaut. Wir wollen uns die DTF und QTF-Teilfaktoren noch anschauen. Fangen wir mit dem DTF an und versuchen es mal langsam aufzubauen, die einzelnen Komponenten. Grundsätzlich steckt hier TF drin. Also das soll eine klassische Einbeziehung der Termhäufigkeit in einem Dokument sein, eben durch die empirische Beobachtung, dass Terme schon in Dokumenten häufiger vorkommen, die dann auch relevant für entsprechende Anfragen sind, in denen diese Terme vorkommen. Jetzt vielleicht mal Stoppwörter außen vor gelassen und auch Stoppwortphrasen erstmal nicht genauer betrachtet. Aber im Prinzip soll dieser Gewichtsanteil, DTF, dieser DTF-Anteil, die Termhäufigkeit in den Dokumenten berücksichtigen. Aber jetzt steht hier noch ziemlich viel drumherum und da müssen wir uns überlegen, was so die Grundidee davon ist. Schauen wir uns erstmal alles außer dieser Klammer hier an. Im Prinzip ist ja die Grundidee, dieses Zwei-Poisson-Modell zu benutzen und eben zu sagen, wir versuchen Elite-Terme, also die, die ein Thema charakterisieren, zu erkennen. Und die sind wahrscheinlich Poisson verteilt als Dichtefunktion. Und grundsätzlich ist aber eine Poisson-Verteilung schwer zu approximieren und deswegen wurde dann hier so ein bisschen durch Rumprobieren im Entstehungsprozess von BM25 gesagt, naja, wir nehmen einfach mal eine Normalisierung der TF-Komponente mit K1, ein Parameter K1 plus TF vor. Und wenn man sich das anguckt, also TF durch K1 plus TF, nur diesen Teil, nur diesen roten Teil, dann ist das recht ähnlich zu einer Poisson-Dichte-Funktion, also zu einer Dichte-Funktion von einer Poisson-Verteilung. Grundsätzlich steigt es für die ersten paar Werte relativ stark an und flacht dann aber ab. Und die Grundidee dabei ist zu sagen, naja, ob so ein Term zwei oder dreimal oder drei oder viermal oder vier oder fünfmal im Dokument vorkommt, macht schon noch einen relativ großen Unterschied. Also je häufiger, desto besser, desto größer soll das Gewicht eigentlich sein. Aber ob der jetzt nun 10 oder 11 Mal oder sogar 30 oder 31 Mal vorkommt, das spielt dann nicht mehr so eine große Rolle. Also die ersten paar Vorkommen des Terms oder eines Anfragetermes in einem Dokument spielen eine sehr große Rolle. Da wird das sozusagen das BM25-Gewicht sehr stark ansteigen, aber wenn es dann das 10., 11. oder 17., 18. Vorkommen ist, dann ist es nicht mehr so entscheidend, dann wächst das Gewicht nicht mehr so stark an. Und das ist im Prinzip sehr ähnlich zur Dichtefunktion einer Poisson-Verteilung. Also dieser Teil TF durch K1 plus TF mit einem entsprechenden Parameter K1, der Dokumentkollektion abhängig gewählt werden sollte, mit so einem entsprechenden Parameter, ist dann, ergibt eine sehr ähnliche Funktion zur Dichteverteilung einer Poisson-Verteilung. Wichtig ist, man sollte K1 größer als 0 wählen, dann funktioniert das. Dass hier oben noch K1 plus 1 mal TF dran steht, also dieser grüne Teil an diesen roten dran multipliziert wird, das soll erstmal nur absichern, dass die Gewichte immer größer gleich 1 sind. Aus ja, numerischen Gesichtspunkten möchte man also
nur Gewichte haben, die größer gleich 1 sind, und das sichert dieses K1 plus 1 ab. Haben wir schon mal einen Teil der DTF-Komponenten uns genauer angeschaut. Also es soll quasi eine Poisson-Verteilung approximieren, das macht dieser rote Teil, und dann soll es noch so ja, skaliert werden, dass es auf jeden Fall immer größer gleich 1 ist. Jetzt steckt hier noch so ein Teil drin mit einem zweiten Parameter, einem B-Parameter und der Normalisierung bezüglich der durchschnittlichen Dokumentlänge. Die durchschnittliche Dokumentlänge, die muss man also auch abhängig davon, was für eine Kollektion gerade im Retrieval-System benutzt wird, wählen. Also gibt es einfach pro Kollektion die durchschnittliche Dokumentlänge. Und jetzt fragt man sich, ist das Dokument, was ich gerade bewerte, länger oder kürzer als das durchschnittliche Dokument? Und dann versucht man damit die Dokumentlängennormalisierung noch mit einzubeziehen und zu sagen, naja, natürlich hat ein längeres Dokument eine größere Chance, die Anfrageterme zu matchen als ein kürzeres. Und diesen Einfluss, den möchte man jetzt so ein bisschen versuchen herauszurechnen, weil eben die Beobachtung ist, was führt denn dazu, dass Dokumente länger werden? Ja, zum einen vielleicht schlechter Schreibstil, also sozusagen eine zu große Ausführlichkeit. Zum anderen könnte es aber eben auch einfach sein, dass die Dokumentlänge länger wird, wenn ich mich eben mehr und spezifischer zu dem Thema äußere als Autor, über das ich da schreibe. Und das Grundsätzliche, die grundsätzliche Beobachtung ist, oder die grundsätzliche empirische Idee von BM25 ist, naja, dass es schon oft auch so sein wird, dass eben Dokumente einfach zu ausführlich sind, also die eigentlichen Aussagen auch deutlich kürzer hätten geschrieben werden können und dass man dann normalisieren sollte. Wohingegen, wenn die Dokumentlänge einfach deswegen länger ist, weil mehr zum Thema gesagt wird, man eigentlich nicht normalisieren sollte. Und jetzt versucht man so eine Art Spagat zwischen beiden hinzubekommen. Hier hinten steht ja quasi eine Dokumentlängennormalisierung, der grüne Anteil. Und über diesen B-Parameter versucht man jetzt zu sagen, wie wichtig denn die Dokumentlängennormalisierung ist. Also B zwischen 0 und 1 gewählt wird dann dafür sorgen, dass irgendeine Mischung passiert und dass eben entweder die Dokumentlängennormalisierung ein großes Gewicht bekommt, wenn ich B groß wähle, oder eben ein kleines Gewicht bekommt, wenn ich B klein wähle. Und auch das sollte wieder dokumentkollektionsabhängig als Parameter bestimmt werden. Also in diesem DTF-Teil habe ich zwei Parameter, die von der Dokumentkollektion abhängen werden, K1 und B. In der Anfrage Termhäufigkeitskomponente sieht das Ganze so ähnlich aus, außer dass eben dieser Normalisierungsteil für die Dokumentlänge hier fehlt. Den könnte man auch für die Anfragelänge mit reinbauen, aber grundsätzlich ist die Beobachtung, dass die Anfragen meistens doch sehr ähnlich lang sind, also zumindest nicht sehr stark unterschiedlich lang sind, also nicht mal ganze Bücher und mal nur drei Wörter oder so sind in den meisten Situationen. Und deswegen ist hier erstmal in der Variante die Anfragelängennormalisierung außen vor gelassen. Aber es gibt einen zweiten Parameter, K2, der eben wieder wie bei dem entsprechenden TF-Anteil für die Dokumentermhäufigkeit wieder versucht, einmal die Poisson-Verteilung, also dieser hintere Teil, TF durch K2 plus TF, diese Poisson-Verteilung zu approximieren und dann eben durch dieses K2 plus 1 als Faktor hier oben sicherstellt, dass die Gewichte alle größer gleich 1 sind. Also es ist sehr ähnlich zum Termhäufigkeitsgewicht für Dokumente, aber erstmal ohne Anfragelängennormalisierung könnte man überlegen, ob man beispielsweise diese Komponente überhaupt braucht oder ob man sie einfach immer auf 1 setzt, weil wenn man sagt, man hat sowieso immer nur sehr, sehr kurze Anfragen, dann steht hier meistens einfach als Gewicht eine 1 für die Termhäufigkeit. Der Term kommt einmal vor. Aber die Grundidee, das mit einzubauen, ist, dass man damit auch sowas wie Query by Example, also ich gebe einfach mal ein Dokument oder ein Stückchen Absatztext vor und sage, find mir ähnliche Sachen, dass ich das machen kann, wo dann eben doch die Termhäufigkeit in der Anfrage eine gewisse Rolle spielt, um das Thema besser zu charakterisieren. Ja, den letzten Teil, dieses Binary Independence Model Gewicht, das hatten wir uns wie gesagt schon angeschaut und im Prinzip ist es insgesamt sowas wie TF mal IDF mit einer Anfrage-Term-Häufigkeitskomponente, die gegebenenfalls auch einfach auf 1 gesetzt werden kann und weggelassen werden kann, wenn man sagt, naja, die Anfrage-Term-Häufigkeit, die ist nicht so wichtig. Die Parameter selbst, also je nachdem, ob man diesen Anfrage-Termhäufigkeitsteil mit drin hat oder nicht. Die Parameter sind entweder 2 oder 3, die man hat. K1 wird üblicherweise gegen die Dokumentkollektion
optimiert, so ein guter Default-Startwert, der oft auch einfach genommen wird, ohne dass man da noch weiter optimiert, ist 1,2. Also für K1 1,2 einfach anzusetzen. K2 ist dann die Entsprechung von K1 eben für den Anfrage-Termhäufigkeitsteil. Den muss man natürlich gegen die Anfragemenge optimieren. Also man weiß, was man für Anfragen erwartet. In der Praxis hat sich irgendwie gezeigt, dass Werte zwischen 0 und 1000 ganz okay sind. Je kürzer die Anfragen, desto weniger fällt eigentlich auch dieses K1 dann ins Gewicht. Also wenn wir sowieso davon ausgehen, dass wir immer nur Anfragen mit, weiß ich nicht, höchstens 5 Wörtern oder so haben, dann braucht man das K2 vielleicht auch gar nicht so doll zu optimieren, weil man sowieso sagt, die Terme kommen eh meistens alle nur einmal vor. Und dieser B-Parameter, der dann wieder in diesen DTF-Teil steckt, der muss wieder gegen die Dokumentkollektion optimiert werden. Hängt halt so ein bisschen davon ab, wie Dokumentlänge eine Rolle spielt beim Retrieval gegen diese Dokumentkollektion. Also im Prinzip, wenn man sie optimieren will, diese Parameter K1, K2 und B, braucht man schon beispielsweise sowas wie Anfragen, für die man weiß, was denn die besten Ergebnisse gewesen wären, um dann diese Parameter eben optimieren zu können. Zur eigentlichen Evaluierung, die dann eben sagt, wie gut ist denn die Retrieval-Effektivität, kommen wir in einem späteren Teil oder in einem anderen Teil der Vorlesung nochmal, wenn wir uns zur Evaluierung unterhalten. Die grundsätzliche Idee wäre aber eben zu sagen, wenn ich mehr relevante Dokumente auf besseren Rängen platziere, dann bin ich besser. Und danach möchte man hier eben auch diese Parameter versuchen zu verbessern und zu sagen, naja, wenn ich statt 0,75 für B, was üblicherweise ein guter Startwert ist, mit dem man es einfach erstmal probieren kann, wenn ich da B eben auf 0,73 setze, dann bin ich noch deutlich besser in meiner Kollektion, meiner konkreten Situation. Oder wenn ich meine Anfragemenge beobachte, da ist ziemlich klar, dass ich das K2 auf 987 setzen muss oder so. Das kommt dann aber eben immer darauf an, dass man ein paar Anfragen kennt, für die man eben auch weiß, was wären denn gute Ergebnisse gewesen und was wären vielleicht auch schlechte Ergebnisse gewesen. Grundsätzlich funktioniert BM25 aber auch erstmal out of the box meistens ganz gut, wenn man einfach sagt, K1 ist 1,2, B ist 0,75 und diesen Anfrageteil, den setze ich einfach auf 1, also diesen Teil hier, den berücksichtige ich gar nicht mit, sondern es gibt einfach nur so eine Art TF-IDF. Variante. Der Vorteil gegenüber TF-IDF ist eben, dass in dem eigentlichen TF-Teil hier noch diese Dokumentlängennormalisierung drinsteckt, die eben dafür sorgt, dass es so ein bisschen einen Ausgleich gibt dafür, dass lange Dokumente sowieso immer eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, überhaupt die Anfragetherme zu enthalten, weil sie einfach länger sind und damit eine größere Chance an irgendeiner Stelle mal diesen Term sozusagen zu erwähnen. Das ist so der grundsätzliche Unterschied von BM25 zu TF-IDF, wenn man BM25 ohne diesen QTF-Teil hier denkt. Und ansonsten ist natürlich der QTF-Teil ein Unterschied, den man bei TF-IDF einfach gar nicht als Komponente der Gewichtsfunktion hatte. BM25 kann man noch leicht erweitern. Das ist dann das sogenannte BM25F-Modell. F wie Fields. Was sollen diese Felder sein? Ja, beispielsweise sowas wie der Titel eines Dokuments ist ein anderes Feld als der Bodytext. Man könnte auch beispielsweise bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen sagen, der Titel ist ein Feld für sich, die Autorenliste ist ein Feld für sich, das Abstract ist ein Feld für sich, also mehr oder weniger der Anfang des Dokuments und der eigentliche Bodytext ist ein Feld für sich. Bei Nachrichtenartikeln oder Wikipedia-Artikeln könnte man sowas sagen wie Titel ist ein Feld, der Anfangsabsatz, der allererste ist ein Feld, weil das meistens eine Zusammenfassung ist, so ähnlich wie ein Abstract für eine wissenschaftliche Veröffentlichung und dann der Rest des Bodytexts ist ein eigenes Feld. Und jetzt könnte man sagen, wenn ich ein Match im Titel hinkriege eines Anfrageterms, dann ist das viel wichtiger, als wenn ich ein Match im Bodyteil sozusagen hinbekomme. Und das sind also die Komponenten, die dann diese unterschiedlichen Felder, die im Dokument sind, versuchen zu berücksichtigen. Und man sagt dann eben, okay, das eigentliche TF rechne ich jetzt anders aus. Ich habe eine TF-Strich Komponente, die dann sozusagen hier hineingehen soll. Und die Grundidee ist zu sagen, das ist einfach die Summe aus eben den verschiedenen Feldkomponenten. Diese verschiedenen Feldkomponenten
sind dann, also ein Match im Body zählt beispielsweise einfach, ein Match im Titel zählt dann vierfach oder so, und deswegen ist dann der Match, der im Titel stattfindet, also ein viel wichtigerer als der, der im Body stattgefunden hat. Die Menge der oder die Länge der Dokumente ist dann natürlich auch einfach die Länge wie vorher, nur dass man jetzt hier einfach über diese ganzen Felder zählt und sagt, okay, wie lang ist hier das Feld, mal entsprechend dem Feldgewicht sozusagen, also auch einfach das mit einberechnet, und die durchschnittliche Dokumentlänge ist dann einfach, oder das durchschnittliche Dokumentgewicht sozusagen, hier wird ja sozusagen mitgewichtet über diese Ks für die entsprechenden Felder. Das durchschnittliche Dokument hat dann eben eine Länge in Anführungsstrichelchen, die einfach die Summe dieser Feldkomponenten gewichtet entspricht durch die ja, Länge von diesen ganzen Dokumenten, die man insgesamt hätte. Ja, das wäre so die BM25F-Variante, wo man sagt, man kann ein Match in verschiedenen Teilen des Dokumentes verschieden stark gewichten. Und das ist oft noch, also zumindest wenn man diese Gewichte einigermaßen gut tunt, oft noch ein bisschen besser als das eigentliche BM25 ohne diese Feldgewichtung. Beispielsweise könnte man in einem Szenario, wo Titelmatches sehr wichtig sind, einfach sehr, sehr viel Gewicht auf das Titelfeld legen und dann damit das Modell entsprechend verbessern. Die eigentliche Relevanzfunktion von BM25F hatten wir am Anfang quasi schon mal kurz erwähnt. Die wird eine sehr einfache sein. Man rechnet die BM25-Gewichte der einzelnen Terme, die in der Anfrage vorkommen. Also nur die Terme aus der Anfrage sind wichtig. Man berechnet die entsprechenden BM25-Gewichte der einzelnen Terme für so ein Dokument. Man will ja das Rho, also die Relevanzfunktion für ein repräsentiertes Dokument gegen die repräsentierte Anfrage ausrechnen. Und man addiert die einfach. Das geht sehr schnell. Diese Gewichte hier kann man alle vorberechnen. Es sind ja sozusagen nur Sachen involviert, die oder viele Teile kann man vorberechnen. Wenn man diesen QTF-Teil weglässt, dann kann man im Prinzip alles vorberechnen. Diesen BIM-Teil, den kann man vorberechnen. Da steckt nur so die Dokumenthäufigkeit eines Terms drin. Diesen DTF-Teil, den kann man vorberechnen. Da steckt die Term Frequency drin und diese Parameter, die hat man ja alle vorher sozusagen optimiert. Und die durchschnittliche Dokumentlänge sozusagen, die kann ich auch einfach vorberechnen. Die Länge eines konkreten Dokumentes kenne ich auch. Alles das kann ich vorberechnen. Das Einzige, was ich nicht vorberechnen kann, ist so dieser QTF-Teil, der aber meistens dann entweder sehr schnell berechnet werden kann, weil die Anfragen doch sehr kurz sind. Also selbst ein Absatz ist nicht so schwer auszuzählen. Und alles andere steckt halt schon im Index und kann deswegen sehr schnell bestimmt werden. Also eine sehr einfache Relevanzfunktion im Sinne von, sobald ich diese BM25-Gewichte verstanden habe, was die Grundidee davon ist, ist es eine sehr, sehr einfache Relevanzfunktion, weil es einfach die Summe ist. Und eine Summe kann man üblicherweise sehr schnell ausrechnen. Was sind jetzt so Vor- und Nachteile von BM25? Empirisch hat sich gezeigt, es hat eine sehr gute Retrieval-Leistung, also im Sinne von Effektivität. Es bringt sehr gute Dokumente nach oben. Man kann es in verschiedenen Szenarien gut über diese Parameter tunen. Ja, es gibt zwar Parameter, aber sobald ich so ein bisschen Trainingsdaten in Anführungsstrichen habe, also sobald ich für ein paar Anfragen weiß, was relevante Dokumente und was nicht relevante Dokumente sind, kann man diese Parameter, die im BM25-Modell K1, K2 und B enthalten sind, sehr gut tunen. Und viele der Anteile der Gewichtsfunktion, die kann ich eben auch tatsächlich vorberechnen. Das ist im Sinne von Effizienz natürlich ein wichtiger kritischer Punkt, dass man eben zur Anfragezeit dann sehr schnell die eigentlichen Ergebnisse bewerten kann. Ein Nachteil, einer der großen Nachteile gegenüber BIM, also dem Binary Independence Modell grundsätzlich ist, beim Binary Independence Modell sind wir erstmal davon ausgegangen, dass wir diese wahrscheinlichkeitstheoretischen Denkweisen uns aneignen und also sagen, wir wollen die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass ein Dokument relevant ist. Davon ist jetzt bei BM25 nicht mehr so richtig viel zu sehen. Das ist einfach eine empirische Erweiterung vom Binary Independence Modell, um eben diesen Term Frequency und also Document Term Frequency und Query Term Frequency Anteil und ist damit eben grundsätzlich erstmal eher empirisch. Das legt ja auch diese Versionsnummerierung nach, dass eben verschiedene BM25 verschiedene BM-Varianten, 1, 1, 1, 1, 5 und so weiter, auch noch probiert wurden und 2, 5 oder 25 sich als am besten erwiesen hat. Und ja, das ist also eigentlich ein empirisches probabilistisches Modell, hätte jetzt also auch ins empirische Kapitel gehören können. Das
Grundsätzlich hat sich aber eben dann auch empirisch bestätigt, dass BM25 ziemlich gut ist, und es ist jetzt gar nicht so leicht, einfach an der BM25-Formel ein bisschen rumzudrehen und sie noch besser zu machen, ohne dass man jetzt einfach nur die Parameter optimiert, K1, K2 und B. Und es ist schon ein sehr, sehr gutes Modell, was heutzutage sehr oft einfach auch als das Baseline-Modell im Vergleich zu neuen anderen Retrieval-Funktionen, Retrieval-Modellen, Relevanzfunktionen oder Retrieval-Modellen benutzt wird, weil man sagt, naja, BM25 muss man erstmal schlagen, das ist schon ein einfaches und bewährtes Modell, was auch in vielen Softwarebibliotheken einfach grundsätzlich erstmal angeboten wird, wobei auch da der Teufel wieder im Detail steckt und die Frage eben ist, wie beispielsweise diese Parameter defaultmäßig gesetzt sind oder auch wie konkret jetzt tatsächlich der QTF oder DTF-Anteil umgesetzt ist, aber tatsächlich ganz genauso aussieht wie in den Formeln oder doch ein kleines bisschen anders berechnet wird. Also kann auch sein, dass man zwischen verschiedenen Softwarebibliotheken BM25-Varianten einfach miteinander vergleicht und dann feststellt, oh, die Ergebnisse sind doch ein bisschen unterschiedlich. Also jeder implementiert sein eigenes BM25 so mehr oder weniger. Grundsätzlich aber eins der Go-To-Models, wenn man sagen sollte, ich benutze einfach erstmal irgendwas out of the box. BM25 kann man erstmal nicht viel falsch machen. Man wird damit jetzt nicht die High-End-Performance, also die höchstmögliche Effektivität direkt erreichen, aber es funktioniert meistens erstmal out of the box ganz gut. Ja, so viel zu den probabilistischen Modellen, wobei BM25 eher so empirisch probabilistisch ist. Und ja, das schließt so diesen Bereich erstmal ab. Danke.